fange nie ein Vlog an einer Tankstelle an. Das hast du schon aufgenommen, Wichser. Moin, liebe Freunde, was geht ab? Wir sind gerade auf dem Weg nach Frankfurt, denn heute ist die ESL One in, ja, leider Dota 2, aber man kann es sich leider nicht aussuchen. Zusammen mit der Melli, als auch meinem Bruder, dem Nick, die für die Deutsche Welle, als auch für die ESL quasi dahin fahren, wollen wir euch mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen geben, was bei so einem Riesen-Event alles passiert. Ich glaube auch, das ist der erste Vlog, den ich überhaupt von so einem Riesen-Event mache. Wird mega, mega geil. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Und wir fahren jetzt erstmal noch knapp 1,5 Stunden. Wir sind gerade im Hotelzimmer angekommen. Erst mein Bruder, den verwöhne ich heute Nacht in diesem kleinen Doppelzimmer. Und natürlich die Weisheit des Tages. Weißt du, welche die ist, Nick? Also, keine Stunde im Leben, die man im Sport verbringt, ist verloren. Das heißt gleich E-Sport. Wir packen jetzt zusammen und dann geht es in 10 Minuten los Richtung Commerzbank Arena. Und das wird richtig geil. So, liebe Freunde, wir sind jetzt vor Ort, haben uns die schönen Bändchen hier abgeholt. Ich darf, denke ich mal, Lakai heute für die Deutsche Welle spielen, dafür, dass ich bei dem da schlafen darf. Die Deutsche Welle könnt ihr übrigens auch auf YouTube mal besuchen. Wir haben einen riesig geilen Bericht über das Event hier gemacht. Den Link davon findet ihr natürlich unten in der Infobox. Draufklicken, abonnieren, ihr wisst, was da zu tun habt. Ganz schön am Schnafen schon, ne? Geil, ne? Ja, ich bin ja wieder fett. Ey, wir sind quasi eine halbe Stunde um diese blöde Commerzbank Arena gelaufen. Eigentlich stellt er sich nur an. Ist die an? Ah, es blinkt! Dann bist du jetzt live. Hi! In dem Ding. So, liebe Freunde, wir sind jetzt hier im Presseraum. Ihr seht hinten relativ viele Menschen. Wir bereiten uns gerade so ein bisschen vor mit der Deutschen Welle, was wir heute machen, was wir genau drehen, wen wir interviewen wollen. Ziemlich viel zu tun und wir gehen jetzt aber erstmal auf die Ränge und gucken uns das ganze Spektakel an, denn es sollen heute knapp 10.000 Leute hier sein. Das sind viele. Und ich hoffe, das Event ist mindestens genauso groß. Ach du Kacke, ist das Ding groß. Geil! Wir haben ein bisschen Material gesammelt, war ziemlich cool. Wir haben echt mit ein paar Cosplayern reden können. Und ja, mein Zensierungsbalken ist leider schon wieder weg. Mit was für Spaß das muss ich hier eigentlich arbeiten? Sag mir das mal. So, liebe Freunde, ist der rote Teppich. Also, wir gehen jetzt einfach mal ganz nach vorne und zeigen euch mal, was da abgeht. Vorne in der sogenannten Green Area, das heißt direkt vor der Bühne. Und ja, quasi, das ist das Publikum. Da sitzen Spieler. Kann man mitleben. This RP was really good. Das Geilste ist, wir sind gerade im Discord Cosplay Contest. So ein bisschen die E-Sports-Berichterstattung vorantreibt. Es ist halt einfach wahnsinnig fett. Ich meine, wenn wir uns einmal so umdrehen, sehen wir, in was für einer wahnsinnig großen Arena wir gerade stecken. Ich meine, hier passieren sonst Hammer, ne? Das muss man sich mal reinziehen. Wir sind hier schon zum dritten Mal mit einem Computerspiel-Event, was niemals Arenen füllen ein wird. Ein Computerspiel. Der helle Wahnsinn. Wenn ihr mehr zu dem Event sehen wollt, schaut doch bei der Deutschen Welle vorbei. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Melli, danke für die Zeit. Und wir chillen jetzt hier noch ein bisschen ab und später geht's auf die Aftershow-Party. Ja! Großartig! Das ist, ne, bei YouTube geht es ja wirklich um Authentizität. Ja, das ist total authentisch. Ne, und das ja,
Wir schneiden jetzt auch ein bisschen, gehen gleich hoch, haben noch ein paar Interviews, also auf jeden Fall die deutsche Welle, ich jetzt nicht so. Und ihr seht, hier ist buntes Treiben. Freunde, und wisst ihr, was das Geilste an der ganzen Sache hier ist? Das Geilste wirklich im ganzen Business, das hier. Ihr geht hier an den Kühlschrank, nimmt sich ein Bull oder zwei. Das macht man dann 10-mal am Tag. Fertig. Und du sagst noch Scheiße. Das ist bestimmt der beste Vlog, den ihr hier gesehen habt. So, liebe Freunde, so mal ganz kurz. Wir sind gerade Backstage und wir haben wahrscheinlich den besten Anzug der Welt gefunden. Wir machen das mal. Das ist wirklich Premium-Qualität. Was Besseres findet ihr nicht. Hey, ganz toll, ganz toll. Wo kann man das öfters mal sehen auf dem Kanal? Mich? Ja. Gibt es im ZDF. Genau. Du hattest damals blonde Locken, ne? Hast du auch auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ich habe so eine komische Sendung moderiert, da ging es irgendwie um. War gar nicht so groß. Nicht so groß, nicht so groß. Na, Gottschalk, danke schön. Ja, vielen Dank, wiedersehen. Ja, der weiß alles, der ist der schlauste Mensch der Welt. Neben mir. Wir haben jetzt mittlerweile 23:30. Das Event ist für heute vorbei. Die Leute gehen jetzt so langsam. Und ich wollte euch einfach mal die Kommerzbank erinnern, aber bei Nacht zeigen. Das sieht nämlich so aus. Und jetzt gibt es noch gleich nach dem Hotel zur Aftershow-Party. Morgen geht es dann quasi um 10 Uhr zum Frühstück. Um 11 Uhr geht es wieder hin. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis morgen. Beach Hutchers. Arsch her. Asha?